Herzlich willkommen. Guten Tag. Es sind nur noch wenige Wochen bis zur Bundestagswahl und selten war der Ausgang so offen wie dieses Mal. Wir sprechen mit Janine Wissler. Sie ist Spitzenkandidatin der Linken. Guten Tag. Guten Tag. Frau Wissler, Sie sind Sozialistin und Spitzenkandidatin einer Partei, die immer gegen Auslandseinsätze der Bundeswehr stimmt. Was denken Sie, was soll die Rolle Deutschland sein in Afghanistan heute? Ja, jetzt heute und in den nächsten Tagen geht es natürlich erstmal darum, so viel wie möglich Menschen zu retten, so viel wie möglich Menschen auszufliegen. Aber natürlich muss man jetzt feststellen, nach 20 Jahren Krieg in Afghanistan, nach 20 Jahren Einsatz der Bundeswehr, nach Zehntausenden von Toten ist dieses Land leider nicht friedlicher geworden, nicht sicherer geworden, sondern ganz im Gegenteil. Wir erleben ein Desaster und deswegen ist dieser Einsatz von Anfang an ein Fehler gewesen. 12,5 Milliarden Euro hat alleine der Bundeswehreinsatz gekostet. Was hätte man mit dem Geld machen können, um auch die humanitäre Situation in Afghanistan zu verbessern? Von daher, die Linke hat immer gegen diesen Kriegseinsatz gestimmt. Und deshalb ist es auch richtig, dass jetzt aber die Bundesregierung ihrer Verantwortung nachkommen muss. Das heißt also wirklich, die Ortskräfte auszufliegen, das hätte man machen müssen, bevor man aus Afghanistan abgezogen ist. Und das finde ich schon einen schäbigen Umgang mit den Ortskräften, dass man 65.000 Liter Bier ausfliegt, aber die Menschen, die für die Bundeswehr und für andere deutsche Institutionen gearbeitet haben, die Menschenrechtsaktivisten, die Frauenrechtlerinnen, dass man die dort im Stich lässt. Darüber sprechen wir gleich, aber Sie sprechen über die Verantwortung, auch Verantwortung für die Welt. Das ist auch eine Frage, die unsere Zuschauer umtreibt, hier aus Kenia. Wie wollen Sie durch Ihre Führung die Welt positiv verändern? Frau Wissler, Ihre Antwort. Wir brauchen zum einen eine gerechte Weltwirtschaftsordnung. Das heißt, es darf nicht sein, dass die reichen Länder die Bodenschätze der ärmeren Länder ausbeuten. Wir brauchen eine faire Weltwirtschaftsordnung. Wir müssen aufhören, Waffen in alle Welt zu liefern, nicht weiter Diktatoren zu unterstützen, sondern wir müssen ganz klar setzen auf Entwicklungszusammenarbeit, auf die Verbesserung der humanitären Situation. Wir brauchen weltweit einen Kampf gegen Hunger. Und das halte ich für dringend notwendig. So können wir auch Fluchtursachen beseitigen. Da reden wir natürlich auch über die Bekämpfung des Klimawandels. Auch der wird einige Regionen natürlich unbewohnbar machen. Aber ich denke, das Entscheidende ist, dass Deutschland wirklich auf eine friedliche Außenpolitik setzt. Das heißt, nicht Waffen in alle Welt exportieren, nicht aufrüsten und dann die Bundeswehr in Kriegseinsätze zu schicken, sondern eben auf zivile Lösungen zu setzen. Trotzdem geht es auch darum, welche Rolle international Deutschland spielt. Und soll sich dann Deutschland komplett aus der internationalen Verantwortung zurückziehen und tatsächlich nur auf Entwicklungshilfe setzen, das ist doch nicht die Lösung. So können Sie nicht mit Terroristen umgehen. Ja, was heißt dann aus der internationalen Verantwortung zurückziehen? Ich würde sagen, es wäre ein großer Beitrag zur internationalen Verantwortung, wenn man zum Beispiel Regime wie Saudi-Arabien bis vor kurzem, wie Katar oder Ägypten nicht mit Waffen beliefert. Das wäre doch ein Beitrag dazu, die Welt friedlicher zu machen. Natürlich wäre es eine Möglichkeit, eben auch mehr auf die wirtschaftliche Entwicklung zu setzen. Sehen Sie, in Staaten Afrikas zum Beispiel, wenn europäische Fischfangflotten ja, die Meere vor den afrikanischen Küsten leerfischen und damit... Bleiben wir im Moment in Afghanistan. Ich würde gerne in Afghanistan bleiben. Wo liegt da jetzt die deutsche Rolle? Jetzt akut, aktuell. Ja, aktuell ist jetzt eben zum einen die Frage, wie kann man möglichst viele Menschen evakuieren? Und dann wird sich die Frage stellen, wie kann man zivilgesellschaftliche Projekte, die es gibt, in die ja auch Mittel der Entwicklungszusammenarbeit reingeflossen sind. Wie werden Sie mit den Taliban dann umgehen? Wenn ich den Satz noch zu Ende sagen darf, wie man da auch Projekte weiter fortsetzen kann, das ist natürlich die Frage. Weil natürlich ist es eben auch notwendig, jetzt nicht einfach zu sagen, wir kürzen jetzt sofort die gesamte Entwicklungszusammenarbeit. Es geht ja natürlich auch um die Menschen dort, die zum Teil in einer ganz katastrophalen Versorgungslage sind. Deutschland hat schon die Entwicklungshilfe jetzt gekürzt bzw. gestrichen. Ja. Es sind nur ganz wenige Mittel, die noch fließen. Heißt das, Sie wären dafür, die zu erhalten? Ich denke, zumindest muss man schauen, was das für Auswirkungen hat auf die Versorgung der Zivilbevölkerung. Und ich bin dagegen, dass man jetzt komplett alles kappt, sondern es ist jetzt, wir sind doch jetzt in einer ganz offenen Situation. Wir wissen noch gar nicht, wie viele internationale Organisationen bleiben im Land, wie viele können weiterarbeiten. Es sieht so aus, dass UN-Organisationen auch vor Ort... Aber Sie finanzieren jetzt die Taliban, wenn Sie es weiter bezahlen.
Nein, das heißt das erstmal nicht. Das heißt, die Frage ist, können die UN-Organisationen, die Entwicklungsorganisationen weiter im Land bleiben? Können sie dort weiter arbeiten? Ich glaube, da ist es gerade sehr viel im Fluss und das ist heute zu früh zu sagen, dass das also wieder die Entwicklung sein wird. Aber ich bin dagegen, jetzt zu sagen, man stellt komplett die Mittel für die Entwicklungszusammenarbeit ein, weil es geht ja um die Menschen, die jetzt unter den Taliban leiden, die aber eben auch unter der furchtbaren humanitären Situation im Land leiden. Und die Situation muss man jetzt natürlich beobachten. Viele Länder sprechen jetzt mit Taliban. Der Westen, die Russland, aber auch China hat Taliban eingeladen. Bald wird sich die Frage stellen nach der Anerkennung der Taliban als Regierung. Wie positioniert sich die Linke? Na, Deutschland spricht ja auch mit den Taliban. Also die Gespräche gibt es ja. Also ich würde sogar sagen, es war ein großer Fehler gerade der USA. Es ist aber ein Unterschied, Anerkennung der Taliban als Regierung und naja, das Problem ist doch, dass faktisch die Anerkennung der Taliban schon deutlich früher stattgefunden hat. Erinnern Sie sich an die Friedensgespräche in Doha. Da haben die US-Amerikaner haben mit den Taliban verhandelt, und zwar unter Ausschluss der afghanischen Regierung. Also das Problem ist doch gerade, dass man dort die Gespräche sogar mit den Taliban gesucht hat, aber die afghanische Regierung nicht mit einbezogen hat, im Übrigen auch andere Staaten nicht mit einbezogen hat. Also von daher ist das doch längst vollzogen. Natürlich wird Deutschland jetzt auch mit den Taliban sprechen und tun sie ja bereits, wenn es um die Frage der Evakuierung geht. Ich finde, die Taliban sind eine reaktionäre, eine frauenfeindliche Gruppierung. Ich halte es für eine absolute Katastrophe, dass diese Gruppierung jetzt wieder die Macht in Afghanistan übernimmt. Ich befürchte, dass sie stärker sein werden als vor 20 Jahren, als die westlichen Truppen einmarschiert sind, weil ich befürchte, dass sie viel von dem Kriegsgerät und von den ausgebildeten Kämpfern, der Westen jetzt seit 20 Jahren ausgebildet und ausgerüstet hat, einfach übernommen hat. Aber natürlich sind es Realitäten und natürlich wird man, und das ist schon der Fall, muss man mit den Taliban reden. Sie sprechen reden, über, was passiert Menschen ist. Gibt es einen Plan? Habt ihr einen Plan? Oder denken Sie an was Sie machen können? Was werden Sie jetzt machen in der Situation? Naja, im Moment ist die Situation eben die, dass das allererste, was jetzt ansteht, ist eben jetzt die Hilfe, so viel wie möglich Menschen auszufliegen. Das heißt eben erst retten und dann fragen und nicht so, wie die Bundesregierung es gemacht hat. Das war nämlich das Gegenteil. Ja, man wird an der einen oder anderen Stelle sicher mit den Taliban, und das macht der deutsche Botschafter ja gerade auch in Doha, mit den Taliban zu reden und zu verhandeln darüber, wie eben Ortskräfte, wie eben Menschenrechtsaktivisten auch ausgeflogen werden können. So, und dann wird man schauen, wie gesagt, welche Projekte der Entwicklungszusammenarbeit man aufrechterhalten kann. Aber dass die Taliban jetzt im Afghanistan an der Macht sind, das ist erstmal so, dass sie die Provinzen erobert haben. Es gibt vereinzelt, gibt es da noch Widerstand. Und ich denke, da muss man die Tage jetzt auch abwarten, welche Entwicklung es das gibt. Das heißt, Sie sind aber für die Anerkennung der Taliban als Regierung. Also die Ursula von der Leyen hat das heute verneint. Ich halte das für viel zu früh, diese Frage zu stellen. Also ich halte das die Frage für viel wird sich zu aber früh. Stellen. Ja, natürlich wird sich die Frage stellen. Aber wie gesagt, was heißt die formale Anerkennung? Fakt ist, die deutsche Bundesregierung verhandelt mit den Taliban. Das ist nicht die Frage, ob die Linke mit denen spricht oder die anerkennt, sondern das wird ja bereits getan. Deswegen finde ich, das ist jetzt gerade eine symbolische Frage. Jetzt muss es darum gehen, den Menschen zu helfen, die unter den Taliban leiden, die durch die Taliban vom Tode bedroht sind. Das ist jetzt die Aufgabe. Und da hat die Bundesregierung wertvolle Zeit verloren, weil man hat vor ein paar Monaten das gesamte Gerät in Afghanistan gehabt. Man hätte natürlich erst die Ortskräfte und die Menschen, die besonders gefährdet sind, ausfliegen müssen und dann erst die Soldaten abziehen müssen. Das wäre dringend notwendig gewesen. Die Linke macht sich seit 5 Jahren dafür im Bundestag stark. Im Juni gab es eine Abstimmung dazu. Mhm. Da haben nur Grüne und Linke für die Evakuierung der Ortskräfte gestimmt und alle anderen nicht zugestimmt. Lassen Sie uns reden, über was gerade jetzt passiert. Die Strategie der Regierung ist Hilfe für die Nachbarstaaten von Afghanistan, um damit Geflüchtete in der Region bleiben können. Unterstützen Sie diese Strategie? Also es ist richtig, dass Nachbarstaaten auch unterstützt werden, die Geflüchtete aufnehmen. Meine Befürchtung im Moment ist eher, dass viele Menschen aus Afghanistan im Moment gar nicht rauskommen werden. Also diese Zahlen, die Seehofer jetzt genannt hat, von bis zu 5 Millionen Flüchtlingen, ich weiß im Moment nicht, wie realistisch das ist, weil ja im Moment die Möglichkeit, wirklich aus Afghanistan zu fliehen, auch begrenzt ist. Aber ja, die Nachbarstaaten unterstützen, aber das heißt eben trotzdem, dass Deutschland muss natürlich seiner Verantwortung nachkommen und Menschen in Deutschland aufnehmen. Ja, wie viele dann in Deutschland? Wie viele Afghanen sollen in Deutschland aufgenommen?
Ich kann keine genaue Zahl nennen. Das ist ja im Moment die Frage auch, wie viele werden überhaupt ausgeflogen und wie viele kommen überhaupt nach Deutschland. Aber natürlich muss Deutschland als eines der reichsten Länder der Europäischen Union, als ein Land, das dieses Desaster mit zu verantworten hat. Also man darf ja auch nicht vergessen, dass Deutschland auch mitverantwortlich ist für zivile Tote. Darf man ja auch nicht, wenn wir an das Massaker von Kunduz zum Beispiel denken, wo es nicht mal Entschädigungen gegeben hat. Natürlich ist Deutschland in der Verantwortung, Menschen aus Afghanistan aufzunehmen. Das heißt, der Abschiebestopp, den es erst seit letzter Woche gibt, das ist notwendig, dass niemand nach Afghanistan abgeschoben wird, dass die Menschen, die aus Afghanistan jetzt in Deutschland leben, einen sicheren Bleibestatus bekommen, damit sie auch in Sicherheit hier leben können. Und Deutschland wird natürlich Menschen aus Afghanistan aufnehmen können. Ich glaube, es ist nicht seriös, da im Moment eine Zahl zu nennen. Ich weiß auch nicht, wo Innenminister Seehofer diese Zahlen her hat. Frau Wissler, blicke mir noch ganz kurz auf diese Verantwortung. Die Lage ist weiterhin dramatisch. Die Regierung hat Fehleinschätzungen eingestanden. Sie werfen aber der Regierung Spiel auf Zeit vor. Und Sie sprechen auch von einer unterlassenen Hilfeleistung. Was meinen Sie konkret? Meinen Sie es politisch oder mit justiziablen Folgen? Ja, dass die Bundeswehr aus Afghanistan abzieht, dass die US-Truppen aus Afghanistan abziehen, ist ja lange bekannt. Und mein Eindruck ist, dass die Bundesregierung hier auf Zeit gespielt hat und dass man. Aber was fordern Sie jetzt, wenn Sie sagen, das ist unterlassene Hilfeleistung? Was fordern Sie dafür? Ja, das habe ich ja jetzt schon gesagt. Also das bedeutet, dass man jetzt so viel wie möglich Menschen ausfliegen muss. Aber ich sage, das wird sich auch jetzt an einigen Stellen nicht mehr korrigieren lassen. Für viele Menschen ist es zu spät. Heißt das, dass die Bundesregierung die Menschen eben auf dem Gewissen hat? Ich bin der Meinung, natürlich, wenn die Bundesregierung sich so viel Zeit lässt, die Ortskräfte auszufliegen, natürlich gefährdet man damit ganz direkt Menschenleben. Selbstverständlich ist das so. Man hat die Menschen dort im Stich gelassen. Das war doch lange bekannt, dass die Truppen abziehen. Und da fragt man sich auch, ich meine, der BND und andere Geheimdienste waren doch vor Ort. Ja, und dass sich Heiko Maas, der Außenminister, noch Anfang Juli hinstellt und sagt, das ist nicht mit einer schnellen Machtübernahme der Taliban zu rechnen. Und sich hinstellt und sagt, man kann weiterhin Menschen nach Afghanistan abschieben. Ich finde wirklich, was das Auswärtige Amt dort gemacht hat, ist wirklich eine dramatische Fehleinschätzung. Fordern Sie jetzt Rücktritt von Heiko Maas oder von der gesamten Regierung? Fordern Sie einen Untersuchungsausschuss? Was ist Ihre Forderung konkret politisch? Also wir sind 5 Wochen vor einer Bundestagswahl, aber ich bin schon der Meinung, dass insbesondere der Außenminister, die Verteidigungsministerin und insbesondere auch dieser Innenminister, bei dem sich die Frage aber nicht mehr stellt, sich disqualifiziert haben für solche Ministerämter. Das auf jeden Fall. Wie gesagt, wir sind jetzt 5 Wochen vor einer Bundestagswahl, aber natürlich muss die Bundesregierung dafür die Verantwortung übernehmen. Und ich halte es auch für eine Möglichkeit, dass ein Untersuchungsausschuss genau das aufklärt, nämlich wo war wirklich zwischen den Ministerien, wo ja jetzt auch einer die Schuld auf den anderen schiebt. Ja? Also Horst Seehofer als Innenminister, der sich damals noch gefreut hat, 69 Afghanen werden an seinem 69. Geburtstag abgeschoben. Der schiebt jetzt die Schuld auf Heiko Maas. Heiko Maas sagt, nein, das war das Innenministerium, die Verteidigungsministerin steht irgendwie dahinter. Also das ist doch unwürdig, was die Bundesregierung macht. Klar ist die Bundesregierung in ihrer Gänze, und damit meine ich auch die Kanzlerin, auch den Vizekanzler. Die tragen alle die Verantwortung dafür, selbstverständlich. Und die Bundesregierung hat mit diesem Agieren Menschenleben gefährdet. Und meine Befürchtung ist, dass man das deshalb gemacht hat, weil man sich irgendwie über die Wahlen retten wollte. Man wollte vor der Bundestagswahl keine Debatte über Migration in Deutschland. Und damit hat man Menschenleben gefährdet. Das ist meine Befürchtung. Und dafür trägt diese gesamte Bundesregierung die Verantwortung. Und ganz besonders so, natürlich die drei genannten. Das ist einfach Rücktritt von der gesamten Bundesregierung. Ja, das ist die Förderung ist, jetzt. Nein, wir sind 5 Wochen vor einer Bundestagswahl. Ein Rücktritt einer Bundesregierung hätte ja jetzt die konkrete. Ich sage, die Menschen, die diese Entscheidung getroffen haben, beziehungsweise die Entscheidung nicht getroffen haben, und durch aufwendigste Visa-Verfahren eben Menschen ihrem Schicksal überlassen haben, beziehungsweise den Taliban, die haben sich disqualifiziert Frau für politische Wissler, Ämter. Am Mittwoch wird die Bundeskanzlerin die Regierungserklärung dazu abgeben. Am Mittwoch wird aber auch der Bundestag über die Nachmandatierung der Evakuierungsaktion abstimmen. Stimmt die Linke dagegen? Sie haben bisher alle Auslandseinsätze abgestimmt. Wir werden uns jetzt den Beschlusstext für das Mandat genau anschauen. Wir werden das diskutieren. Dazu gibt es eine Parteivorstandssitzung, eine Fraktionssitzung, wo wir das diskutieren werden. Also das genaue Abstimmungsverhalten. Was ist da zu diskutieren? Da werden Menschenleben aus dem Land geschaffen. Sie sagen selber, man muss sie jetzt aus dem Land schaffen. Man muss sie retten. Ja, es ist eine Rettungsaktion. Was ist da zu diskutieren? Warum könnte Linke sagen, wir unterstützen das nicht? Ja, natürlich muss man sich sehr genau anschauen, was in diesem Beschluss drin steht. Da kommt zum Beispiel das Wort Ortskräfte, steht da nicht einmal drin.
Und deswegen, unsere Position ist ganz klar. Es ist beschrieben, die Ortskräfte sind beschrieben. Das Wort Ortskräfte kommt im Beschlusstext nicht vor. Es ist aber klar, dass es um die Hilfskräfte der Vor Ort geht. Wir diskutieren jetzt, vollkommen klar ist, und das habe ich ja auch inhaltlich deutlich gemacht, wir wollen, dass so viel wie möglich Menschen ausgeflogen werden. Also wir halten es für richtig, dass ausgeflogen wird. Wir kritisieren das wie. Ja, weil viel zu wenig Menschen ausgeflogen werden, weil Menschen im Stich gelassen werden, die nicht auf irgendwelchen Listen also stehen. Es kann sein, dass die Linke dagegen stimmt. Wir diskutieren das. Wir lehnen diesen Einsatz nicht ab. Wir sind nicht gegen diesen Einsatz. Wir haben den Afghanistan-Einsatz immer abgelehnt, weil es da um Krieg und Besatzung ging. Aber ich werde jetzt diese Frage, wie gesagt, wir gucken uns den Beschlusstext genau an. In der Sache sind wir dafür, die Menschen auszufliegen. Wir kritisieren die Art und Weise, wie die Bundesregierung es macht, weil sie viel zu wenig rausholt. Also das Prinzipienreiterei. Ist Nein, das hat mit Prinzipienreiterei überhaupt nichts zu tun. Überhaupt nichts. Also ich finde wirklich, wenn eine Partei hier im Deutschen Bundestag eine deutliche Position in all den Jahren vertreten hat. Wir haben uns vor Jahren für die Ortskräfte stark gemacht. Wir haben im Juni beantragt, holt die Ortskräfte aus Afghanistan. Dagegen gestimmt hat die Große Koalition. Die FDP hat auch nicht zugestimmt. Also wenn es hier eine Partei gibt, die wirklich glaubhaft sich immer für die Menschen aus Afghanistan eingesetzt hat. Seit Jahren kämpfen wir gegen Abschiebungen nach Afghanistan. Seit Jahren setzen wir uns für einen Abschiebestopp ein. Also ich glaube wirklich, dass wir absolut glaubwürdig sind, wenn es darum geht, Menschenleben aus Afghanistan und anderswo zu retten. Da muss die Linke, glaube ich, sich ganz sicher mit ihrer Position nicht verstecken. Wir gucken uns den Mandatsbeschluss genau an und dann werden wir es entscheiden. Richtig ist, dass die Menschen jetzt rausgeholt werden. Wir haben Kritik daran, wie die Bundesregierung es macht. Vielen Dank für diese Antwort. Ich denke, wir sollen jetzt zum Thema Russland wechseln, weil Bundeskanzlerin Merkel war in Moskau am Freitag. Und dazu, wir haben eine Frage aus Moskau und jetzt werden wir das angucken. Haben Sie ein Treffen mit Wladimir Putin vor? Und welche Fragen wollen Sie direkt mit ihm diskutieren? Frau Wissler, was wäre Ihre erste Frage an Putin? Also ich habe kein Treffen mit Wladimir Putin geplant, aber wenn ich mit ihm sprechen würde, dann würde ich natürlich mit ihm über die Situation der Opposition in Russland sprechen, über die Frage von Menschenrechten würde ich mit ihm sprechen. Und ansonsten bin ich der Meinung, dass Deutschland eine Politik der Entspannung machen, also eine Politik der Deeskalation und der Entspannung betreiben sollte. Es darf keine militärische Eskalation mit Russland geben, bei aller Kritik an der russischen Regierung. Und das würde ich in so einem Gespräch deutlich machen. Frau Wissler, wer wäre Ihnen eigentlich als russischer Präsident lieber, Wladimir Putin oder Alexei Nawalny? Also ich finde, ich habe die Hoffnung, dass es, und es gibt ja in Russland auch noch deutlich fortschrittlichere Kräfte als beide. Ja, also von daher, Alexei Nawalny hat natürlich meine Solidarität, wenn er verfolgt wird, gerade von der russischen Regierung, wenn er im Gefängnis sitzt und wenn ihm Unrecht angetan wird. Aber trotzdem ist Nawalny niemand, zu dem ich politisch Sympathien hätte, der jetzt politisch uns oder mir nahestehen würde. Warum? Ja, weil er sich zum Teil rechts außen geäußert hat, weil es schon Äußerungen von ihm gibt, die ich für äußerst schwierig halte. Wie zum Beispiel, haben Sie ein Beispiel von seinen Aussagen oder was er gesagt hat, wo Sie denken, das ist total komisch oder... Ja, es gab ja schon Zitate gegenüber Muslimen beispielsweise, wo er sich in sehr problematischer Art und Weise geäußert hat. Aber ich glaube, die Frage ist ein bisschen unterkomplex gestellt. Wollen Sie Putin oder Nawalny? Also das ist, finde ich, auch keine Frage, die man einfach so... ich muss mich nicht zwischen diesen beiden entscheiden. Ich bin der Meinung, dass man die Rechte der Opposition in Russland nicht beschneiden darf, dass man die Opposition in Russland nicht unterdrücken darf. Ich habe keine Sympathien mit Putin. Aber Nawalny ist für mich jetzt einfach nicht die politische Alternative dazu. Warum haben Sie keine Sympathie mit Putin? Ihre Partei ist eigentlich verrufen als die Partei der Putin-Freunde. Was haben Sie eigentlich gemeinsam?
Sie sagen das so, dass wir so verrufen sind. Es ist ein großer Unterschied, ob man mit jemandem Sympathien hat oder ob man der Meinung ist, dass man nicht eine militärische Eskalation gegen ein Land voranbringen sollte. Das ist ein großer Unterschied. Also ich hatte auch keinerlei Sympathien mit Milosevic und hielt den Krieg gegen Serbien für falsch. Das ist ein Unterschied. Ich bin der Meinung, wir brauchen eine Abrüstungspolitik, eine Politik der Entspannung. Ich halte sowas wie das Defender 2020, 2021 Manöver, dass ja die NATO, das ist ja eines der größten Manöver überhaupt in den letzten Jahrzehnten, das stattfindet, unter anderem auf deutschem Boden, wo hier Tausende von Soldaten ja quasi den Ernstfall, den Krieg gegen den Osten. Aber die NATO hat nicht die Ostukraine jetzt mit unterstützt, dann nicht die Separatisten. Die NATO hat auch die Krim nicht annektiert, sondern Putin und Russland. Kritisiere ich auch alles. Aber wo bringt es uns den Frieden weiter, wenn die NATO jetzt Manöver macht und den Ernstfall, den Krieg gegen Russland probt? Also ich meine, wir glauben Beispiel nicht, aus Ostukraine zeigt, dass das auch berechtigt ist. Wir glauben doch alle nicht, dass wir eine Situation eines Konflikts mit Russland militärisch lösen können. In Gottes Willen, wir haben es hier mit Atommächten zu tun. Und also wir können doch keine militärische Eskalation dieses Konflikts. Und das hat überhaupt nichts mit Sympathien zu tun, ja, sondern es hat was damit zu tun, dass es keine Kriegsgefahr geben darf. Und deswegen man weiterkommt mit Diplomatie, mit Gesprächen, aber doch nicht damit, dass man jetzt hier militärische Übungen macht und Aufmärsche probt. Und das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass ich die Annexion der Krim. Was ist denn also Ihre Lösung für Am Sonntag fährt Angela Merkel in die Ukraine. Ja. Es gibt immer noch diesen Konflikt auf der Krim und auch in der Ostukraine. Was wäre dann die Lösung? Was werden Sie tun, wenn Sie mitregierten? Ich denke, dass es notwendig ist, auch zu kritisieren, was auch in der Vergangenheit passiert ist. Und da geht es eben einmal um die Frage, was hat Russland getan, aber auch, was hat die NATO getan. Ich halte die NATO-Osterweiterung für einen Fehler. Ich denke, das war falsch, dass man eben die NATO immer weiter sich nach Osten erweitert hat. Das wäre richtiger gewesen, nach der Auflösung des Warschauer Pakts und nach dem Ende des Kalten Krieges insgesamt zu schauen, können wir nicht eine andere internationale Sicherheitsarchitektur hinbekommen, die eben auch Russland mit einschließt. Frau Fiesler, das wäre sinnvoller gewesen. Es gab 2+4 Verträge und in diesem Vertrag wurde auch Deutschland wiedervereinigt und Ostdeutschland trat NATO bei. Russland bzw. damals Sowjetunion hat dem zugestimmt. Wie wollen Sie dann in osteuropäischen Ländern? Die NATO-Osterweiterung kam ja ein bisschen später als der Beitritt Deutschlands zur NATO. Aber in Osteuropa sagt man, da nennt man das imperiales Denken. Wie wollen Sie Ländern wie Polen und Baltikum erklären, dass sie es nicht dürfen als unabhängige Länder, dass Russland und andere Länder darüber bestimmen würden? Ich habe ja gerade gesagt, es wäre notwendig gewesen, nach 1992 eine komplett neue Sicherheitsarchitektur zu haben. Also das heißt, wirklich ein Sicherheitsbündnis unter Einschluss Russlands, wo man eben genau diese Blockkonfrontation aufgelöst hätte. Der Warschauer Pakt wurde aufgelöst, gut so, aber man hätte auch die NATO als solches, als Nordatlantikpakt auflösen müssen, um eben wirklich zu einer nicht eskalierenden, sondern gemeinsam auf Kooperation setzenden Sicherheitsarchitektur zu kommen. Das wäre richtig gewesen. Aber ich glaube, dass es uns den Frieden kein bisschen weiterbringt, wenn wir jetzt durch so gefährliches Säbelrasseln hier aufrüsten und Militärmanöver anstellen. Frau Wiesler, wir stehen kurz vor der Bundestagswahl. Sie haben Maximalforderungen. Sie waren immer in der Position. Vielleicht kommen Sie jetzt in eine Position, wo Sie tatsächlich in eine Koalition kommen würden. Würden Sie bei einem der auslandspolitischen Maximalforderungen auch zurückstecken? Was heißt denn hier Maximalforderung? Also, Sie wollen keine Auflösung der NATO, Sie wollen die NATO auflösen, Sie wollen auch keine Auslandseinsätze. Bleiben Sie bei allen diesen Punkten dabei? Also ich sage jetzt mal wirklich, nach dem Desaster, was wir gerade erleben in Afghanistan, finde ich, gibt es eine Partei, die jetzt relativ wenig Grund hat, ihre außenpolitischen Positionen zu überdenken, und das ist die Partei Die Linke. Also ich meine, wir sind nicht für dieses Desaster verantwortlich und wir sind ja nicht der Meinung, dass man sich international aus allem raushält. Wir sind der Meinung, dass Krieg, dass Waffen, das Militär nicht zu mehr Frieden und Menschenrechte und Demokratie eben beiträgt, sondern wir sind der Meinung, dass wir auf eine gerechte Weltwirtschaftsordnung setzen müssen, dass wir den Hunger in der Welt bekämpfen müssen und dass man nicht eben Diktatoren unterstützen darf. Und das ist ja auch das Problem, ne, dass in Teilen Diktatoren durch Waffenlieferungen unterstützt werden, solange sie genehm sind. Und das ist unsere Antwort. Lassen uns auf eine andere Krise schauen, die eigentlich die ganze Welt beschäftigt, und das ist die Corona-Pandemie. Dazu haben wir eine Frage aus den USA. I would ask,
Wie wollen Sie mit den wirtschaftlichen Schäden der Pandemie umgehen? Und wie wollen Sie Ländern dabei helfen, denen es nicht so gut geht wie Deutschland? Also das Erste ist, um die wirtschaftlichen Schäden zu beseitigen, schlagen wir eine Vermögensabgabe vor. Das trifft 0,7% der deutschen Bevölkerung, die eine einmalige Vermögensabgabe machen würden, damit man eben auch hier höhere Einnahmen hat. Es sind ja in der Krise nicht alle ärmer geworden. Es gibt ja auch ein paar, die deutlich reicher geworden sind. Deswegen brauchen wir ja dringend Umverteilung. Und das Zweite ist, dass wir eine weltweite Impfstrategie brauchen. Es darf nicht sein, dass die reichen Länder ihre Bevölkerung durchimpfen können und dass viele ärmere Länder eben von den Impfstoffen praktisch abgeschnitten sind. Wir haben in den ganzen afrikanischen Kontinent eine Impfquote von 1,6%. Das ist viel zu wenig und deswegen ist es notwendig, eine globale Impfstrategie zu haben. Und da brauchen wir auch die Solidarität eben der reichen Staaten. Das ist eine Frage von Solidarität, das ist aber auch eine Frage von Eigennutz, weil wenn wir die Pandemie nicht weltweit in den Griff bekommen, dann kommt sie in Form von Mutanten zurück. Vielen Dank. Das war Janine Wissler, Spitzenkandidatin der Linken. Dankeschön.